Ja, ganz miteinander. Ich möchte hier mit diesem vierten Video zur Bauchwand das Thema abschließen. Es ist ein relativ kurzes Kapitel, aber für Sie nicht ganz unwichtig. Wir schauen uns da noch etwas zu den Leitungsbahnen an. Und zwar haben Sie da dann auch ein Arbeitsblatt dazu, aber ich möchte diese Gefäße vielleicht zuerst aufnotieren. Wir haben da mal eine Arteria und Vena epigastrica superficialis. Und wie es der Name schon sagt, verlaufen die oberflächlich. Und dann haben wir die Arteria und Vena epigastrica superior. Das ist ein Endast der Thoracica interna. Und die haben wir bei der Mama kennengelernt. Das ist diejenige, die da so retrosternal links und rechts vom Sternum, hinter dem Sternum nach unten geht und dann so Äste zur Versorgung der Mama abgibt. Und wenn dann diese Thoracica interna oben am Zwerchfell ankommt, dann teilt die sich auf. Ein Ast, der geht so mit dem Rippenbogen zur Seite und der andere Ast, der geht dann als Arteria epigastrica superior ins Rectus System, Entschuldigung, also in den Musculus rectus. Und dann haben wir eine Arteria und Vena epigastrica inferior. Die kommen aus der Inguinalregion, kommen aus der Leistenregion. Und die gehen dann also auch ins Rektussystem. Und die anastomosieren dann miteinander. Und da habe ich Ihnen dieses Arbeitsblatt dazu gemacht. Also die Gefäßstränge der Bauchdecke oder Sie können auch Leitungsbahnen oder so dazu schreiben. Da schauen wir hier mal auf der linken Körperseite, haben wir diese oberflächlich verlaufenden Gefäße, also diese Epigastrica. Das ist jetzt halt einfach nur die Arterie. Diese Epigastrica superficialis. Und dann haben wir hier aus der Leistengegend haben wir diese Epigastrica, ich mache das jetzt mal gestrichelt, oder die liegt ja tiefer, die geht, das da hier ist ja der Musculus rectus abdominis. Also die geht dann in die Tiefe, in das Muskelfleisch dieses Rectus. Auf dieser Seite ist das natürlich auch, oder? Das ist immer symmetrisch. Es ist jetzt halt einfach, hier haben wir die oberflächlichen Gefäße und da haben wir auf der linken, auf der rechten Seite haben wir die tiefen Gefäße, also das wäre die Epigastrica inferior. Und hier von oben kommend, eben als Endast, also auch in der Tiefe verlaufend im Rektussystem,
ist dann die Epigastrica superior. Also, und die anastomosieren dann irgendwo da im Muskelgewebe. Gut, also die sind halt von Bedeutung. Ich habe es hier unten aufgeschrieben. Also hier haben Sie rechts und hier haben Sie links. Oder auf der rechten Seite ist der Verlauf der Epigastrica inferior dargestellt. Die lernen die wir dann in Kürze auch noch kennen. Und das muss man einfach wissen, dass es die gibt. Die lässt sich eben nicht darstellen. Diese oberflächlichen Venen, die lassen sich durch die sogenannte, wo habe ich es aufgeschrieben, Translumination oder Transillumination. Da wird einfach mit einem starken Licht auf den Körper gestrahlt und so oberflächliche Gefäße kann man dann erkennen. Und dann weiß man, wo man den Drucker setzen kann. Oder also diese Punkte hier, diese schwarzen Punkte, das sind die Orte, wo Sie den Drucker setzen können. Aber für laparoskopische Eingriffe, aber das ist ja dann auch Thema der Obsttechnik. Ja, man muss einfach wissen, wo die Gefäße liegen, weil wenn Sie ein großes Fest dann breichen, dann kommt es doch zu recht kräftigen Blutungen. Gut, ja, das wäre das eigentlich gewesen. Aha, wir können das im Netter noch... Ah, Moment, ich möchte da noch etwas dann sagen. Schnell die Blutgefäße hier im Netter. Das ist die Seite 258. Ja, mit all den Sachen, die wir vorhin mal kennengelernt haben. Hier haben Sie die Leistenregion und diese Epigastrica superficialis, ich habe die hier angeschrieben, eben die läuft da oberflächlich. Oberflächlich heißt auf der Rektusscheide liegend, oder? Und dann haben Sie hier die Epigastrica inferior. Oder die kommt hier aus der Leistengegend, die geht da hoch, ist dann hier im Rektussystem, im Muskel drin. Und hier oben haben Sie ja die Thoracica interna, eben die wir bei der Mama kennengelernt haben. Hier auf der linken Seite ist sie ohne Rippen dargestellt und dann sehen Sie, hier haben Sie das Zwerchfell und wenn dann diese Thoracica interna oben am Zwerchfell ankommt, gibt es zwei Äste. Einer geht da innen an den Rippen weiter und der andere Ast, der geht dann, hier ist es dargestellt, auch in das Rektussystem und dann anastomosieren diese Gefäße. Ja, und was ich vorhin, genau, hier haben Sie übrigens auch noch die Rektusscheide dargestellt mit den Querschnitten. Oberhalb der Linea arcuata und unterhalb der Linea arcuata. Die Schichten sind ja eben, wie gesagt, im Prinzip gleich. Und hier haben Sie einfach ein dorsales Blatt mehr, weil es oberhalb der Linea arcuata ist. Gut. Ja, das wäre das zu diesem Blatt. Und dann habe ich Ihnen zum Schluss noch so ein Infoblatt. Hier so ein Infoblatt, einfach so ein willkürlich ausgewähltes klinisches Bild. Und zwar ist das das sogenannte Prune Valley Syndrom. Eine Prune ist eine Dörrpflaume und Dörrpflaumen, ja, die sehen ja so etwas schrumpelig aus. Und was ein Prune Valley Syndrom ist, das ist eine seltene angeborene Erkrankung, wo es entweder zur Hypoplasie, also zur sehr, sehr dünnen Ausbildung oder zum völligen Fehlen der Bauchwandmuskulatur kommt. Und da sind dann offenbar noch mehrere Fehlbildungen im Bereich der Harn- und Geschlechtsorgane mitbeteiligt. Ja,
Und diese Kinder, die haben dann im Prinzip keine Bauchwand, also keine muskuläre Bauchwand. Die brauchen ein Korsett im Prinzip. Und je nachdem, wie stark die Nieren betroffen sind, brauchen sie dann auch externe Urinableitungen. Und man muss dann halt ziemlich lang warten, bis die ausgewachsen sind, bis man da allenfalls so plastische Operationen machen kann. Gut, also dann sind wir da fertig mit diesem Kapitel. Ah doch, warte, ich habe noch irgendwo, aber das kennen Sie ja jetzt, unterdessen sollten Sie so ein Arbeitsblatt haben, eben das sind so Fragen zu der Bauchwand, das können Sie wie gesagt mal probieren zu machen. Und mir dann zur Korrektur schicken, wenn Sie das möchten. Gut. Besten Dank.